Hallo, und jetzt geht's schon mal weiter. Wir haben uns ja schon mal die Fische näher angeguckt und ich hatte euch auch schon beschrieben, dass ich jetzt so mal die Mondphasen und die Wandlungsphasen miteinander zusammenbringe. Und warum ich das tue, ist, dass wir bewusster wahrnehmen können, wann wir was brauchen. Und dass wir nicht immer so holterdiepolter in die Dinge hineinstolpern und uns dann wundern, was passiert jetzt? Sondern so ein bisschen mit einem bewussten Reflektieren an die Dinge rangehen, dass wir einfach sehen können, okay, da gibt es eine Energetik da draußen, die können wir nutzen, um unser Leben besser und leichter zu navigieren. Wir sind immer noch in den Fischen, da bleiben wir auch noch eine ganze Weile. Ne? Der Neumond war am 21. Februar, war Neumond. Und wir sind jetzt sozusagen in der Neumondphase bis zum 7. März. Da ist dann der Vollmond. Und bis dorthin haben wir auf jeden Fall diese Frequenz und diese Feinfühligkeit, dieses noch mehr Fühlen im Vordergrund, also dieses Empathische, nicht nur im Außen, sondern auch mit uns selbst. Und heute gucke ich mal mit euch auf die Qualität des Holz. Wenn dir die Begriffe nichts sagen, dann lass sie einfach so ein bisschen durchrauschen. Die Qualität des Holzes ist Wachstum, ist Vision, ist Neugier, ist Ausdruck, ist Bewegung, Aktivität, Mut haben, ist auch etwas, was die Holzqualität, also diese Energie im Körper dann auch nach oben und nach außen bringt, in die Fülle, in die Frucht. Und so, wenn es jetzt um dieses Fühlen geht und das Gespüren oder Erspüren, also im Kontext Fische und die Qualität des Holzes, dann könnten so Sachen kommen. Wie viele Ideen hast du und was setzt du davon wirklich um? Was ist mit dir von diesen Ideen in Verbindung, wahrhaftig in der Verbindung? Oder sind das einfach nur Flusen, weil irgendwie gerade ein rotes Auto vorbeigekommen ist und dann sagst du, okay, ich brauche jetzt ein rotes Auto? Sondern steht dieses rote Auto auch mit dir in Verbindung, sprich mit deiner Essenz, mit deiner Qualität, mit deiner Seele, wie du es auch immer nennen magst? Oder sind das einfach nur Schiffe, die so vorbeifahren? Was stimuliert dich oder was bedeutet für dich innerer und äußerer Wachstum? Also, was, genau, gar nicht mal so viel weiter ausführen, sondern wirklich nur, was bedeutet innerer und äußerer Wachstum für dich? Wenn wir uns so mit diesem Thema Vision verbinden, welche Vision von deinem Leben lebst du? Lebst du die Vision oder Version, die die Gesellschaft dir vorgibt? Oder ist es etwas, was mit dir und in deiner innersten Qualität wahrhaftig in Verbindung steht? Also lebst du deinen Seelenplan? Lebst du deine Bestimmung? Hast du den Mut dazu, deine Bestimmung wahrhaftig auf diesem Planeten zu leben? Hast du den Mut, dieser Vision weiter zu folgen? Oder ist es eher etwas, was dich hemmt, zurückhält. Und in dem drin auch zu schauen, welche Gefühle bewegen dich dabei, welche Gefühle stimulieren dich oder motivieren dich da auch, diesen Plan weiter fortzuführen. Und es geht immer wieder darum, es eher zu fühlen, als dass wir es analytisch da hineingehen, weil die Fische sind einfach ein sehr starkes Gefühlszeichen. Oder stehen den Gefühlen mit stark in Verbindung. Und hier geht es darum, diese Fragen in diesem Kontext zu reflektieren. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Thema. Bis dahin freue ich mich von euch unten im Kommentar einfach das ein oder andere Emoji zu sehen, ob es dich angesprochen hat. Bis dahin, ciao und tschüss.